In dem Video schauen wir uns an, wie du für Blogartikel ein einheitliches Template erstellen kannst in Elementor. Und somit wirst du das gleiche Design haben über die ganze Seite und da wirst du bei den Beiträgen selbst und den Inhalt definieren müssen und das Design wird sich einfach automatisch übernehmen. Wenn wir dann hier im Backend sind, dann werden wir dafür den Theme Builder verwenden und wenn du unter Templates bei Elementor auf den Theme Builder klickst, dann kommst du zu dieser Ansicht. Falls du bei dir den Theme Builder nicht hast, dann wird es wahrscheinlich daran liegen, dass du die Pro-Version nicht hast. Für dieses Tutorial wirst du aber die Pro-Lizenz brauchen, um dir ein globales Template zu erstellen für Blogbeiträge. Falls du die Lizenz aber noch kaufen magst, dann kannst du es gerne über den Link unten in der Beschreibung machen. So kannst du den Channel dann auch gerne unterstützen, weil davon würde ich eine kleine Provision bekommen. Und wenn wir uns jetzt ein Template erstellen wollen, dann klicken wir einmal auf Single Post und dann können wir hier auf Add New klicken. Dann kommen wir zu der Auswahl von den Templates, also Templates, Designvorlagen in dem Fall, die wir verwenden können, um uns die Arbeit einfach zu vereinfachen. Klar, wenn du dann hier auf X klickst, dann kannst du dir das auch von Scratch aufbauen. Das Design, das überlasse ich dir, wie du das machen magst. Ich wähle in dem Fall hier dieses Template aus. Und wenn sich das eingefügt hat, dann haben wir hier mal so ein Basis-Template, mit dem wir arbeiten können. Das schaut vielleicht jetzt noch nicht so optimal aus, weil da werden wir uns ein paar Sachen anpassen. Aber das Wichtige ist, dass wir dann hier, damit wir dieses einheitliche Design dann für alle Blogbeiträge übernehmen können, müssen wir dann auch mit Dynamic Content arbeiten. Und in dem Fall ist es hier zum Beispiel, wie du siehst, ist es jetzt kein Text-Widget, sondern ein Beitragstitel-Widget. Dann, wenn du hier auf die Widgets klickst, dann hast du bei diesem bestimmten Template in Elementor, bei dem Theme Builder, hast du dann noch verschiedene Sachen, die normalerweise bei einer Seite oder bei einem Beitrag nicht verfügbar sind. Da hast du den Beitragstitel, Beitragsinhalt, Table of Content kannst du dir einfügen, so ein kleines Inhaltsverzeichnis, kannst du sogar einen Progress Tracker einbauen. Wenn du dann hier zum Beispiel das einfügst da oben oder im Header-Bereich und den Sticky machst, da würde wahrscheinlich mehr Sinn machen. Aber der trackt dann natürlich auch das Scrollen, wie weit du dann unten bist. Aber das war jetzt nur so eine Info nebenbei, den werden wir jetzt nicht brauchen. Aber auf jeden Fall solltest du dann hier diese dynamischen Widgets verwenden. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, das mit einem Textfeld machen magst, zum Beispiel da magst du eine Überschrift hinzufügen, dann kannst du das hier natürlich auch mit einem Titel-Widget machen und da unter dynamische Attribute, dann kannst du hier zum Beispiel den Beitrag Titel einfügen und dann fügt sich genau der gleiche Text an. Kannst du das so stylen, wie du willst. Hier haben wir jetzt zum Beispiel das Problem, dass jetzt sich die Stile vom Design übernommen haben, aber nicht von unserem Theme. Und das merkst du zum Beispiel an der Schrift, weil da oben im Menü ist eine andere Schrift als hier. Das werden wir jetzt schnell anpassen. Das heißt, hier in der Typografie, da siehst du, dass es einfach manuell dahinterlegt wurde und das wollen wir nicht. Wir wollen dann natürlich unsere primäre Schriftart aus dem Theme-Einstellungen, damit das Design dann über das ganze Theme oder über die ganze Webseite einheitlich ist. Dann können wir uns hier dann auch verschiedene andere Sachen auch hinzufügen. Wenn wir zum Beispiel wollen, dass wir die Anzahl der Kommentare hinzufügen, können wir das hier machen. Und das kannst du eigentlich so erweitern, wie du willst. Aber was mich hier in dem Fall stört, an dem Template, ist, dass einfach so viel Platz dieses Bild einnimmt. Da fügen wir das uns zum Beispiel hier als Hintergrundbild ein, beim Header. Und da werden wir dann einfach in die Einstellungen vom Abschnitt gehen. Und wenn wir dann hier unter Stile, beim Hintergrundtyp, können wir uns dann klassisch auswählen. In dem Fall ändert sich das auf eine Farbe. Aber wir können auch ein Bild hinterlegen. Und bei den dynamischen Attributen kannst du dann eben das Beitragsbild nehmen. In dem Fall schaut es noch ein bisschen durcheinander aus, aber wir werden uns das gleich auf No Repeat setzen, von der Größe auf Cover und Position Mitte und Mitte. Dann schaut das alles schon gleich viel besser aus. Und von der Hintergrundüberlagerung, da öffnen wir uns das mal. Da haben wir nur so ein Muster als Bild hinterlegt, damit das ein bisschen interessanter aussieht. Aber wir werden uns eine Farbe definieren, damit das vielleicht besser ausschaut mit dem Logo. Nehmen wir uns das so ein Rot. Das ist jetzt in dem Fall jetzt nicht der richtige Weg, weil normalerweise solltest du das hier bei den globalen Farben hinterlegt haben. Und dann suchst du dann hier zum Beispiel die rote Farbe aus. Aber dadurch, dass ich das jetzt mehr oder weniger als Tutorial verwende und das jetzt kein reales Projekt ist, werde ich das einfach so machen, weil es schneller geht im Tutorial, aber normalerweise solltest du dann hier wirklich die globalen Farben dafür verwenden, um diese Farbe hier festzulegen. Dann nehmen wir uns noch eine andere Deckkraft, damit der Text besser lesbar ist. Dann schaut das Ganze schon ziemlich cool aus. Also, ich bin jetzt kein Designer, aber im Vergleich zu vorher schaut es auf jeden Fall besser aus. Das Bild können wir dann löschen, das brauchen wir dann nicht, weil wir das eh schon im Header darstellen. Dann hier unten, da haben wir noch den Ausschnitt des Beitrags und den brauchen wir nicht, weil darunter kommt dann eh gleich der Content. Und dann haben wir noch hier die Share-Buttons. Da wollen wir einfach nur das Widget in dem Fall, das Widget mit den Teil-Buttons, das mag ich dann einfach hier einfügen, damit es zentriert ist. Beim Stil machen wir die Buttons ein bisschen kleiner, damit das hier so aussieht. Und dann können wir eigentlich die ganze Zeile löschen. Und dann schaut das schon eigentlich nicht schlecht aus. Da behebe ich dann nur diese Abschnitte, diese Zwischenabstände, die sich dann noch als Überbleibsel eingespielt haben. Da nehmen wir zum Beispiel 140 sollte gut aussehen. Und drunter kommt dann gleich der Content. Das heißt, da siehst du das gleich das Widget Beitrag Inhalt. Und da wird einfach der Inhalt automatisch eingefügt. Da musst du nichts machen, da kannst du den Inhalt hier auch nicht definieren. Der wird einfach vom Blogartikel selbst übernommen. Ist wieder so ein dynamisches Element oder dynamischer Inhalt, wie zum Beispiel hier der Titel. Den Titel können wir im Template auch nicht definieren. Und so kannst du dich dann durch das ganze Template durcharbeiten. Deswegen macht es wahrscheinlich nicht viel Unterschied zwischen das Design von Scratch aufbauen und sich eine Designvorlage zu nehmen, weil du dann sowieso sehr viele Sachen verändern musst. Und was man hier zum Beispiel noch machen können, also das ist
sind solche Kleinigkeiten einfach, wo du dich dann gerne dann durcharbeiten kannst. Hier kannst du dann beim Stil, beim Text dann wiederum auch die Farbe ändern auf die globale Text-Stilfarbe. Und alle diese Kleinigkeiten kannst du natürlich gerne anpassen, so wie die Icon-Farben und so weiter, kannst du dann auf globale Farben ändern. Den Inhalt werden wir nicht ändern, den können wir auch hier nicht ändern. Was wir hier machen können bei der Typografie, können wir das auf Textfarbe ändern. Und wenn du dann zum Beispiel hier im Inhalt noch Sachen ändern magst, wie zum Beispiel, da magst du unbedingt eine andere Schriftart haben oder eine andere Farbe, das schauen wir uns gleich an. In dem Fall geht es mir darum, dass du weißt, wie du ein Template erstellst. Und das habe ich dir jetzt hoffentlich gezeigt. Danach kannst du dich durch die ganzen Elemente durcharbeiten. Und dann weiter unten haben sich solche Elemente eingefügt, wie zum Beispiel zum Newsletter eintragen. Das will ich in dem Fall hier nicht haben. Das ist dann weg. Dann haben wir hier dann dieses Element mit der Post-Navigation, mit der Beitragsnavigation. Das wird in dem Fall noch leer angezeigt, weil ich nur einen Beitrag habe auf der Testseite. Ich glaube, du verstehst ungefähr das Prinzip. Und dann weiter unten hast du dann auch Kärtchen mit weiteren Beiträgen und so weiter. Dann kannst du auch wirklich auch so globale Call-to-Actions definieren. Und da kannst du dich gerne durcharbeiten. Da werde ich das jetzt nicht alles im Detail aufarbeiten, damit das Tutorial sich nicht in Länge zieht. Ich zeige dir dann noch schnell, wie du dann hier den Inhalt, das Design bearbeiten kannst vom Inhalt. Aber hier ist dann noch ein wichtiger Punkt beim Speichern. Dann kommt dieses Fenster auf, wo du dann die Bedingung festlegen kannst. Und bei der Bedingung kannst du entweder alles singulär auswählen, das heißt alle Einzelansichten von allen möglichen Post-Types, das wollen wir in dem Fall nicht. Wir wollen das nur bei allen Beiträgen definieren. Und dann kannst du das auch noch auf spezielle Beiträge definieren, aber da werden wir dann einfach nur speichern und schließen. Und wenn wir dann zum Beispiel rausgehen, also Elementor verlassen, dann können wir noch schnell bei den Beiträgen nachschauen, wie du dann manche Sachen bearbeiten kannst bei den Beiträgen. Und da solltest du dann wirklich nur den Inhalt festlegen. Also in dem Fall verwende ich da sogar den Gutenberg-Editor und da übernehmen sich die Standardstile von den Überschriften und von den Paragraphen, von den Bildern, übernehmen sich dann alle Standardstile dann noch im Frontend und das passt doch. Also wenn du am saubersten arbeiten willst in WordPress, dann ist das auf jeden Fall der richtige Weg, den Inhalt in Gutenberg zu machen und den Inhalt einfach als dynamisches Element im Template einzufügen. Aber falls du dann noch mehr Freiheit willst bezüglich Bearbeitung, weil wenn wir uns das jetzt zum Beispiel anschauen, bei den Beitragsoptionen haben wir dann hier den Link zum Artikel und der Artikel schaut dann so aus, also genauso wie das Template, was wir uns erstellt haben. Und dann ist hier zum Beispiel der Inhalt. Wenn wir dann hier den Titel bearbeiten, dann da ein Zweier hinzufügen und da ein Zweier hinzufügen und das aktualisieren, dann wird sich das dann auch hier anpassen, wenn wir das neu laden. Dann hat sich der Titel angepasst dynamisch und hier der Inhalt genauso. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier den Inhalt, den Stil ändern wollen, dann werden wir hier das mit Elementor bearbeiten müssen. Und dann haben wir mehr oder weniger eine Elementor-Verschachtelung, wo dann der Beitrag selbst in Elementor gestaltet wird und dann noch das Template. Deswegen solltest du hier nicht so viel spielen, weil da siehst du, okay, da hat sich schon das Template eingefügt. Das heißt, hier kannst du diese Sachen gar nicht bearbeiten. Das kannst du dann hier in Edit Single Post machen, um das Template zu bearbeiten. Aber hier kannst du dann mit Elementor, da kennst du dich dann wahrscheinlich sowieso schon aus. In dem Fall hat sich alles hier als Textwidget eingefügt. Aber du kannst ja dann hier genauso dann den Texteditor zum Beispiel reinziehen von Elementor. Dann hier separat verschiedene Elemente dann noch stylen, wie zum Beispiel, okay, die Farbe willst du jetzt in Rot. Bei der Typografie willst du das dann noch fett haben, damit es mir auffällt, wenn das ein prägnanter Text sein soll. Das ist zum Beispiel ein Fall, wenn du dann gerne deine Absätze dann noch verändern magst. Und wenn wir uns das im Frontend anschauen und neu laden, dann hat sich das natürlich übernommen. Und so hast du dann natürlich die 100%ige Kontrolle über den Inhalt, über das Template, über das Design. Und dann kannst du dir auch wirklich 100 Beiträge erstellen. Das Design ist immer das gleiche. Das heißt, wenn du hier im Header dann die Farbe ändern magst, dann ändert sich das gleich bei allen Beiträgen. Und du musst eigentlich bei den jeweiligen Beiträgen nichts ändern, sondern das hast du gleich bei allen Beiträgen gleichzeitig geändert. Und das ist der große Bonus bei dem Theme-Builder von Elementor. Und ja, das war's.